Familie Rühl sitzt gegenüber. Wir haben das Privileg, wir dürfen heute hier zu Gast sein im Hause Rühl. Durchfressen. Nachdem wir ordentlich gefressen haben, Shake getrunken haben und noch weiter fressen, darf ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einem Markus Rühl meine bekannten und sehr ernsten, tiefgründigen Fragen stellen, wie ich es auch letzte Woche mit dem Dennis gemacht habe. Ich glaube, mit Markus kann da nur was Gutes bei rauskommen. Dennis habe ich letzte Woche als erstes gefragt, wann er mal das letzte Mal richtig besoffen war. Oh. Wann war es bei dir? Ich glaube, beim Polterabend von Alicias Schwester Hochzeit. Ja, da geht's zur Sache. Da warst du schon, ja. Ja, da war ich ziemlich besoffen. Das ist jetzt schon wie viele Jahre her? 6, 7? 8 Jahre. Kann man mal machen. Also ich bin voll die Partybremse, ne? Bei mir geht nichts. Ne? Also Alkohol bin ich. Nicht weil Bodybuilding, ich mache keinen Alkohol. Nee, geht mir auch so, Alkohol. Ja, auch als mit polnischen Wurzeln. Also könntest du abschaffen, habe ich nichts dagegen. Ja. Ne? Haben wir das auch geklärt. Nee, beim Dennis sauber. Hieß es so ähnlich. Ja. War auch irgendwann mal wieder danach, aber in seiner aktiven Karriere gibt es ja mal wieder Leute, Phil Heath und so, die nach dem Olympia geben, die richtig Gas so. Deswegen finde ich es immer interessant, wie das bei dir vielleicht war oder bei anderen. Wir waren der Olympia, also ich habe alle Cola Light leer getrunken, die es gab, habe gut gegessen und war einfach müde. Ja. Ich war aber fix und fertig. Mir genauso. Da bist du und nachts konnte ich nicht pennen. Das war dann. Nee, doch, nachts habe ich gut geschlafen. Aber du warst so früh wach wieder, gell? Ja. Das ist immer so. Ich habe tief geschlafen, weil so die Anspannung abgang, aber war früh wach und wollte dann irgendwas erleben halt, ne? So Essen und vor allem Essen. Ja, und dann hat sie Essen, was man darf, ne? So Eis, alles, was da steht, darf ich jetzt essen. Das hat mich nervös gemacht. Freue ich mich auf Vegas dieses Jahr. Gibt es bestimmt einiges zu holen. Welche Frage ich interessant fand, welche Eigenschaften fandest du an deinem jugendlichen Ich bemerkenswert oder sogar jetzt abstoßend eher? Weil ich meine, um das zu machen, was Jugendlich heißt, wie viele Jahre warst du da? Oder? Ja, so 15 bis so alt wie ich jetzt, 23, 24. Also ich war immer sehr zielstrebig. Mit 15 noch nicht, da wusste ich nicht so, wo ich hin will. Aber du hast ja dann gekickt. Naja, Fußball gespielt, aber ich dann so 20, 21 geworden bin und habe dann angefangen mit Bodybuilding, bin ich ein sehr zielstrebiger Mensch geworden. Ja. Also auch sehr introvertiert. Ich habe gar nicht mehr so die Gesellschaft gebraucht, das habe ich früher gemacht. 15, 16, eine Party, saufen und da habe ich halt viel Scheiße gemacht. Ne? Ja. Aber wo ich dann mit Bodybuilding angefangen habe, war ich sehr zielstrebig und wollte jetzt kein Profi werden, aber ich hatte das Ziel gehabt, echt einen guten Körper zu kriegen. Mal gucken, wie weit es geht. Das hat mir auch Freude gemacht. Und da habe ich mich extrem verändert vom Typ her. Mhm. Nicht nur von der Einstellung, sondern auch vom Typ Markus Rühl. Ne? Das hat mir auch dann eine Beziehung gemerkt, die dann so Brüche ging. Ich habe bin dann sehr, sehr straight geworden. Halt auch sehr, sehr hart anderen Menschen gegenüber. Ne? Weil ich habe immer das, was ich als Maß für mich nehme, lege ich halt oft an meine Mitmenschen oder meine Mitarbeiter heute oder auch Alicia manchmal, wo ich sage, mein Gott, mach doch mal das und das ein bisschen ernsthafter. Ne? Ja. Wo ich vielleicht auch nicht immer gerecht bin, aber ich erwarte halt immer sehr viel. Ja, aber kennt man sich schon wieder so irgendwie. Das, was man im Sport macht, versucht man zu übertragen und keine Ahnung. Ja, das ist aber halt so. Und ich finde es keine negative Charaktereigenschaft. Nee. Man hat ja auch im Sport gesehen, wie schnell du gewachsen bist. Ich meine, was war das dann? Bachgau Cup, Deutsche, Gesamtsieg, bam. Es war, Achtung, 91 angefangen, 92 ganz gut aufgebaut, 93 Pause gemacht wegen der Bundeswehrnummer. Ne, 92 wegen der Bundeswehr. Dann wieder angefangen, 93, 94, Bachgau Cup, Hessenmeister. So brutal. Ja, ja. 110 Kilo und dann wie du aus, zwei Jahre. Bild einblenden. Ne? Ja, und dann nochmal 2 Jahre später dann halt Deutscher Meister mit 180 Kilo. Das war brutal, also die Entwicklung. Ja. Das ging schon rasend schnell bei dir. Ja, jetzt bin natürlich viele Sachen, ja, der hat Steroide und so weiter, wenn es so leicht wäre. Ja, aber haben die anderen ja auch und die haben es ja in derselben Zeit auch nicht gepackt. Ich wollte gerade sagen, die meisten Konkurrenten, die mit mir auf der Bühne standen oder damaliger Zeit, die haben jetzt auch nicht mit Kreatin und Gummibärchen aufgeladen. Was soll man da sagen? Ja. Deswegen. Wobei wir ja alle natural sind, wie wir wissen. Ne? Du wirst wie ich, wie Dorian Yates, wir waren alle natural und werden auch nie irgendwelche illegale Substanzen zu uns nehmen. So ist es. Ja. Was ich auch immer interessant finde, weil es bei mir immer so, ja, teils da war, teils nicht so, ob deine Eltern dich in der Laufbahn unterstützt haben. So. Ja, also Eltern, mein Vater ist relativ früh gestorben, da war ich gerade mal, warte mal, das war 89, 6 Jahre. Ne? Krass. Okay. Ja, ja. Also ich sehe jetzt immer so, Lucy ist 5, ne? In Jahr sterbe ich, ne? Hoffentlich nicht, aber das war natürlich schon harter Tobak für mich. Ne? Glaube ich. Mein Vater ist ja schon eine Bezugsperson. Ja.
War aber lang krank mit schwerem Krebsleiden. Also es war alles nicht so einfach für mich als kleiner Bub. Trotzdem finde ich immer dann die Ausrede, mir hat es schwer in der Kindheit und deswegen bin ich ein Idiot geworden, finde ich halt immer schwierig, weil letztendlich musst du ja selber mit dem Arsch aus dem Dreck ziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Meine Mutter hat mich natürlich mit allem unterstützt, was ging. Also cool. Von der Art her, vom Mentale her. Sie hat aber auch immer gesagt, pass auf dich auf, Junge, du weißt, dass du, was du da machst. Und war bei meinem ersten Wettkampf auch dabei. Ich habe sie aber dann darum gebeten, nie mehr dahin zu gehen, weil sie lautest im Publikum war und geschrien hat, oh mein Schatz, ich liebe dich. Na, und das war halt schwierig, war ein Doppelbizeps. Ne? Da hat jeder gewusst, ach, guck mal, Rülser Mutter, ja, die liebten. Ne? Da war ich jetzt auch schon 25. Da habe ich gesagt, Mama, hat mir gefallen, bitte nicht hochschreien, ich liebe dich, wenn ich beim Großen bin. Das ist eng. Ja? Ich freue mich, wenn du da bist. Dann war mein erster Profi-Wettkampf. In Offenbach war das dann, das war auch 97, nach der Deutsche. Da war die Mama nochmal dabei und da hat sie wieder geschrien und seitdem habe ich ihr dann Verbot gegeben. Ne? Das war dann auch der letzte Wettkampf in Deutschland. Ja. Insofern war die Mama nur zweimal dabei, hat es aber natürlich geliebt und hat immer gesagt, du hast nicht das verdient, was du bekommen hast. Mhm. Also die hat mich halt auch immer gesehen, dass es oftmals so politische Entscheidungen waren, wo das vielleicht ein, zwei Plätze zu schwierig war. Und sie hat immer gesagt, ich hoffe trotzdem, es lohnt sich für dich. Und das halt auch finanziell. Ne? Ja, aber das ist krass, das jetzt so zu hören, weil väterlicherseits, du kamst mir immer voll, normal kennt man das ja immer ein bisschen raus, wenn einer nur so teils mütterlich aufgewachsen ist. Meine Eltern haben sich auch früh geschieden, ich war bei meiner Mutter und bei meinen Brüdern merkt man schon noch mehr, dass da die väterliche Hand noch so dabei war und bei mir dann weniger, aber bei dir merkt man das irgendwie so gar nicht. War da irgendeine andere Person in deinem Leben oder sonst irgendwas, wo dich vielleicht der erste Trainer, der dich dann so... Ich habe halt immer so ein bisschen einen Freund und damaligen Trainer gehabt, das war der Marc Arnold, mein Geschäftspartner und mein Trainingspartner zur damaligen Zeit, der mich schon so geformt hat. Ne? Der Marc war schon sehr, sehr tough zu mir immer, ne? Also der hat auch keine Schwäche zugelassen, beim Training auch nicht und hat mich halt auch beim Wettkampf immer unterstützt, die ersten Jahre und du musst da schon eine haben, zu dem man sich so ein bisschen. Also, ich habe den Marc auch nicht immer als Trainer gesehen, sondern auch als Mensch. Ich habe den immer sehr respektiert. Also, ich respektiere viele Menschen, die mir was mitgeben können fürs Leben. Den ich schon so ein bisschen als väterlicher Freund, weil er auch zwei, drei älter war, wie ich so gesehen habe. Ja, vielleicht war es auch das. Er hat mich schon geformt. Ne? Marc war schon ziemlich tough. Wobei ich ihn dann verschlissen habe als Trainingspartner, er dann irgendwann die Segel streichen musste und ich dann leider meinen machen musste. Das war schon, Aber es hilft ja trotzdem, der Charakter bleibt dann ja so gefestigt. Und ja, aber ich sage immer so, du bist ja der Mensch oder du bist es nicht. Weißt du? Es kann ja da sein, wer will. Ich kann dir jetzt 100 Mal sagen, was macht das und das. Ja, schon. Du musst es machen. Du trainierst, du isst, du machst das, du hast die Krämpfe, du hast die Schmerzen. Das stimmt. Du hast die Verletzung, du hast das auf der Bühne, du musst präsentieren, du musst performen. Du. Bodybuilding ist kein Mannschaftssport. Ich kann meinen Ball nicht abgeben, kann sagen, mach du mal, ich bin heute schlecht drauf. Ja, das stimmt. Insofern wird es wie so gesagt, dass... Ach ja, der Coach, nee, du machst es ja alles. Wir brauchen einen Coach, was ist ein Coach? Ein Coach sagt, du, mach mal die Kalorie 30 Gramm hoch oder runter. Aber du musst es umsetzen. Das heißt, alles, was irgendwo gesagt oder geschrieben wird, ist doch fiktiv. Ja, du musst es machen. Das wäre, finde ich, auch gerecht, dass ein Bodybuilder unter der Bühne der alleinige Hero ist, weil du verdienst es und sonst keiner. Dass da eine Frau dahinter steckt, die stark ist, ja, wie deine Partnerin oder was, die das Ganze vielleicht wirtschaftlich ein bisschen managt hinter dran, weil du aber keine Zeit hast für den Mist. Das ist doch legitim. Aber allein sportlich bist du der Einzige, der die Lorbeeren kriegt. Du bist auch der Einzige, der in die Fresse kriegt. Ja, wenn die mal nicht da sind, stimmt. Da heißt es nicht, die Alte war schuld, weil die hat das Essen nicht gekocht. Gerade Worte, ja. Da heißt es, du hast halt nicht performt, das ist aber eine Fotze, ja? Auf Deutsch gesagt. Das ist so. Wirst du noch erfahren, bis jetzt ging es bei dir immer nur steil auf. Es wird aber bestimmt mal irgendwie mal ein Wettkampf geben, wo du vielleicht nicht die Erwartungen erfüllst. Und das Schlimmste ist die Erwartung, wo du selber an dich stellst. Und dann wird's nicht, was die Leute sagen. Du musst damit klarkommen. Wenn du enttäuscht bist, weil du nicht so performst, wie du das vorstellst, weil du irgendwas falsch gemacht hast, die Enttäuschung, die nimmt dir keiner. Das hat mir wehgetan. Na, wie du vorhin gesagt hast, wo wir Bizeps trainiert haben. Das Schlimmste ist für mich, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe und deswegen scheiße aussehe. Und du weißt es halt, dass man besser machen kann. Also, ja, das stimmt. Viel schlimmer. Was mich auch interessieren würde, weil ihr habt ja jetzt so, vielleicht ihr beide, schon eine kleine Familie am Start. Ja. Es steht jetzt mitten im Leben. Könntet ihr so als Aussteiger leben? So im Prinzip ohne Materialismus, ohne Geld. Nee. So, also einfach sagen...
Also jetzt angenommen, das Kind wäre mal nicht da, so hey, wir machen die Tür zu, wir verkaufen alles und gehen. Nee, bin ich null der Typ dazu. Ja? Nein. Du warst doch immer schon... Ich brauche immer so mein... Ich bin so ein Heimscheißer, ja. Also ich brauche meine Basis, ich brauche mein nicht unbedingt ein Haus, ich komme mal mit einer Wohnung klar oder ein kleinere. Das ist mir eigentlich scheißegal, aber ich muss wissen, wo ich hingehöre. Deswegen bin ich halt auch nie in die USA gegangen, weil mir das alles zu fiktiv war. Ja. Ich wusste nicht, wo meine Basis ist. Guck mal, der Anton zum Beispiel jetzt, ne? Der Anton wollte ja nach Dubai und hat, oder nach Katar und hat nach kurzer Zeit gemerkt, ey, das ist doch alles nicht so, wie es scheint. Das stimmt, ja. Und kam wieder zurück, relativ neutralisiert und ernüchtert, aber ist es auch gut, damit man mal sieht, das, was ich hier habe, was du hast in deinem Umfeld, das ist wichtig. Ja. Für deine Leistung, die du bringen musst. Und wenn du jetzt woanders bist, ne, wird es ja nicht besser. Ich habe immer den Sport als Klammer. Als Privatmensch, wenn ich den Sport jetzt nicht hätte. Ja, klar. Vielleicht, ja, wobei ich gar nicht wüsste, was ich machen soll. Wenn ich jetzt irgendwo im Wald lebe, in der Hütte, was soll ich da machen den ganzen Tag? Ich habe schon gedacht an Ibiza. Aber das geht ja nicht, weil Markus hatte Prima und so weiter. Aber ich hatte schon... Ja, mir ging das auf den Sack, nichts mehr zu tun. Irgendwo, wo nur Sommer. Weißt du, wenn ich kacken will, und will ich mal Spülung drücke und nicht einen Arm hinterher schütte. Aber irgendwann wird es dann auch so... Mir fehlt der Anreiz. Mhm. Ich brauche für alles ja. Motivation im Leben. Dann kann ich auch... Ich bin deine Motivation. Ja, ja. Na, genau. Aber ist auch interessant. Also ich brauche das. Ja. Ich brauche auch Stress. Weil ich habe das auch gemerkt, viele sagen dann, ja, warum bleibst du da nicht in Kuwait, dann hast du alles und ihr wachst. Und ach, Bullshit. Da nimmst du 10, ich würde da nicht 10 Kilo zunehmen, nein. Weil bei mir daheim in der Bude funktioniert es genauso. Ich habe da mein das Ding. Das ist doch alles, weil die Leute irgendwas sehen, was für bestimmte Menschen funktioniert. Ja. Die aber vielleicht menschlich einen ganz anderen Charakter haben wie du. Ja, das stimmt. Vielleicht brauchst du aber deine Mitmenschen, dein Umfeld, ja, auch wenn es dich manchmal nervt. Funktioniert, ja, wenn du manchmal sagst, ah, die Wohnung ist das und das und das. Ja. Oder die, ja, aber du brauchst es ja. Ja. Und ich würde nie was tauschen, never change a running system. Mhm. Wenn was funktioniert, dann bleib da dabei, weil der Plan funktioniert. Ja? Und es ist nicht gesagt, weil jemand anderes das macht, dass es der ultimative Plan ist, um für mich besser oder Fortschritte zu generieren. Ich sag's immer wieder, ich bin ein Heimscheißer, ich brauche das hier. Und ich brauche auch Stress, ja? Und Druck. Ja. Ja, es gibt Menschen, die brauchen Druck, du auch. Ja, schon. Sonst du tust, weißt du warum? Ja. Ein Bodybuilder muss unter Druck funktionieren. Mhm. Und wenn du das machst auf der Bühne, das lernt man dann. Und dann eben, du lernst es, du brauchst Druck. Ja. Und deswegen ist es auch schön. Ist schon so, dass ich das brauche. Ja, klar. Wenn keiner was erwarten würde, dann wäre es jetzt... Sister, so kann ich manchmal Leute böse sein, die so ziellos umherleben, ja? Egal ob es jetzt Sport oder sozial gesehen ist, die haben ja nichts, die haben keinen Druck, die chillen sich ihr Leben. Dann sind sie 60 und denken, was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Was bleibt ja, im Leben? Was ist dein Nachruf? Was hast du für die Welt getan? Ja, was bleibt für mich? Ja, gut, ich habe versucht, irgendwie im Bodybuilding da meine Geschichte zu hinterlegen. Das ist der Weg, wo du gerade machst. Ja. Wir haben unseren Scheißhaufe dahingesetzt in unserem Leben. Ja. Ne? Anderen Leben, das ist, cool. Das ist scheiße. Ja? Also liege ich lieber einen Haufe, wie mein ganzes Leben scheiße ist. Ja? Zitat. Ne? Ja. Aber in Urlaub geht ihr gerne. Ja, na das klar. Wollte ich fragen, wo macht ihr am liebsten Urlaub? Auf den Malediven natürlich. Ja. Ja. Warum? Das kann man schwer erklären, wenn man nicht da war. Mhm. Ja. Stell dir vor, du fliegst von diesem Planeten Erde runter, ne? Und landest auf einem Planeten, wo nur Ruhe ist. Und Meer und Sand und entspannt. Braucht das ein Markus Rühl mal so? Mal, ja. Aber ehrlich gesagt, für Markus ist es auch Malediven das Beste, weil... da gibt es weniger Leute. Vor 2 Jahren waren wir auf den Malediven und da war einer, oder weißt du, wo der Sturm da war? Da war einer, der mich gekannt hat, auch trainiert. Ne? Und da hat er mit so einer Drohne rum und da kam eine Entschuldigung, Herr Rühl. Das war der Einzige. Mhm. Bis jetzt hat mich keine Sau gekannt. Und ich finde es halt auch mal, das wirst du auch merken, ja, na klar. Guck mal, du willst doch nicht immer unter Beobachtung sein. Mhm. Guck mal, egal wo du hingehst. Du gehst einkaufen. Ey, Rühl, ey, Urs, können wir mal. Du gehst pissen auf der Fieber. Ja, vergiss es, du weißt doch, wie wir auf der Fieber waren. Ja. Ja? Ja. Da kann der nicht ohne Security laufen. Genau. Ich kann nicht mal pissen gehen ohne Security. So, also bist du da mal froh, wenn du dich einfach bewegen kannst und vielleicht auch mal deinen fetten Bauch raushängen lassen darfst oder mal kacke aussehen, ohne dass du immer denken musst, hoffentlich sieht mich keiner. Und ich mache eine Story und mach das und mach das. Einfach mal ich sein. Einfach Mann und Frau, Partner. Aber das kannst du dir an jedes Jahr leisten, weil ohne Scheiß, das ist Drecksteuer. Wollte gerade fragen, so 10 Mille kannst du da ausgeben.
Nee, das war mein letztes. Aber nee, das waren, also mir war die Jahre zuvor waren es 4,5, 5. Ne? Mhm. Und letztes Jahr waren es 8 oder 9. Es ist viel Geld und ich bin auch dankbar, dass man sich das leisten darf, aber wir machen es alle 2 Jahre. Mhm. Und ich habe immer gesagt, es gibt ja Leute, die fahren 3-mal im Jahr in Urlaub. Ja? Ja. Und mir macht es halt nicht. Wir fahren alle 2 Jahre und dafür 1-mal 10 Tage und dann richtig. Und dann habe ich, weil ich will jetzt nichts. Ich kann sagen, ist es so am Tag 8, 9, 10 dann schon so der Markus Rühl, dass jetzt gleich den Druck stresst. Ja, na klar. Das kommt wahrscheinlich so an. Es geht nicht anders. Es ist schön, ja. Aber ich genieße dann auch, wenn ich wieder hier bin und habe meinen Alltag und habe wieder mein Timo oder meine Firma, wo mich wieder nervt und mir der letzte Hahn kostet, weil ich mich da wohlfühle. Mhm. Ich muss ja wissen, für was lebe ich da. Ich brauche Druck. Was du auch geil gesagt hast im Stream, so, weil mir die Leute schreiben, dann ich finde es immer ganz süß, so, ja, wenn du in Boston bist, schau dir unbedingt noch das an und das Gebäude. Ja. Und ich so, ey, ich bin da und ich sehe 7 Tage morgens das Studio, abends das Studio, dann die Bühne und dann fliege ich weiter. Das ist dein Beruf. Und ein Markus Rühl ist auch schon, und du warst wahrscheinlich in jedem Land der Welt 2-mal. Und, ich habe nie was gesehen. Du hast halt nichts gesehen. Nicht so ich war bestimmt schon Lifestyle nein, gemacht. Sondern ich war bestimmt schon 10-mal in Dubai. Ja. Also nie privat, sondern immer nur entweder für die Firma Ultimate Nutrition oder jetzt zum Schluss für die Firma Allstars. Ja. Und da war ich bei Allstars, war ich 2-mal im Jahr in Dubai mit Stefan Korte. Was? Stefan, Grüße, falls du siehst. So, und das war eine tolle Zeit. Da waren wir auf der Dubai, in der Dubai Mall zur Messe. Ja. Und dann waren wir im Hotel und dann haben wir Geschäftsmeetings gehabt und dann waren wir im Seminar. Ja, und dann sind wir wieder heimgeflogen. Mhm. Und das war's. Dann sind wir nach Dubai reingefahren, da waren wir bei Dr. Nutrition, da haben wir mit Dr. Alras gesprochen, das waren so die Geschäftspartner. Ja. Da waren wir mal essen gewesen mit dem und das war's. Mhm. So, da war ich in China, in Beijing. Ja, da habe ich auch nichts gesehen, außer Convention Center, Hotel, Taxi. Das war's. Mhm. Also klar war schon überall, aber ich habe nie was gesehen. Ja, schon. Und also den Fleckchen Erde, wo ich nicht war, musste mir zeigen. Ja. Aber gesehen habe ich fast nichts. Ja. Der ganzen Welt nicht. Ich weiß zwar, wo alles liegt, aber ich habe gesagt, Burj Khalifa müssen wir uns mal angucken. Ne? Und was man dann so gesehen hat, finde ich auch, wir sind dann auch so irgendwie am Tag danach mal durch die Stadt und dann isst man halt was, aber dann bist du auch, wenn ein nächster Wettkampf kommt, dann war ich schon wieder in Kuwait mit dem Kopf. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Gewicht dann wieder. Jetzt bist du in einem tollen Land, wo anderen Leute niemals hinkommen werden oder träume davon. Bockt dich das? Ja, jetzt aktuell. So. Du siehst eigentlich nur deinen Job. Ja, schon. Siehst du? Also wenn ich wegen dem Job da bin, dann ja, wenn man jetzt in Urlaub fliegt. Genau aber so. Da denke ich dann wieder genau an den Job. So ist es aber. Und wenn du im Urlaub bist, wirst du denken, ich brauche mein Studio. Wo kann ich mein Cardio machen? Ich brauche 5-mal am Tag zu fressen. Okay, kennst du. Ich darf nicht so viel in die Sonne, weil das laugt mich aus. Ich muss halt einfach nochmal trainieren. Oh Mann. Etc. etc. Also wie kannst du als aktiver Leistungsprofi-Bodybuilder deinen Urlaub genießen? Du tust nur ein Programm abspulen. Genauso war es bei mir. Bevor ich das gemacht habe, bin ich lieber gar nicht in den Urlaub gefahren. Weil du wusstest wenigstens, wo ich bin. Ja. Jetzt kann ich meinen Urlaub genießen, 10 Tage, kann ein bisschen abschalten, wo mir die Firma dann wieder im Nacken hängt und ich 23 E-Mails bekomme und 10 Anrufe die Stunde. Und ich kann es halt nicht ausblenden. Mhm. Also alles hat seine Zeit und alles hat seinen Druck, aber ich finde es auch schön. Ich lebe damit. Ja, es ist trotzdem schön. Also 40 vielleicht für einige an, als wäre das jetzt der schlimmste Job der Welt, aber man genießt es ja trotzdem. Ja. Ich meine, dieses Profi-Bodybuilder-Sein, das ist eh in mir drin und ich finde es sehr geil. Also, ob ich jetzt in dem Land bin oder da, man genießt es dann schon ein bisschen, aber kopfmäßig. So, und jetzt sagt einer zu dir. Und geht eine Sightseeing-Tour machen. Und jetzt sagt einer zu dir, ich kann kein Reisenhühnchen mehr essen. Was denkst du denn da? Ja, das sind ganz andere Probleme bei mir. Ja, das ist so, das muss automatisch schon alles passen. Und Sister? Darüber redet man gar nicht mehr, finde ich, sondern weil das ist schon so. Und wie soll jetzt ein aktiver Bodybuilder Verständnis haben, wenn jemand von da draußen sagt, Urs, wie schaffst du das? Ich kann gar nicht mein Reisenhühnchen essen oder mein Thunfisch oder was? Ja, genau, das ist so dieses Was. Was da muss man erst mal zurückspulen. Von was redet der denn? Ich verstehe die Frage gar nicht. Ja. Weil wir haben ja ganz andere Probleme. Wie das Thema Essen ist doch das. Das ist einfach, das gehört, wie soll man sagen? So, also. Das ist drin. Jetzt hat mich zur aktiven Zeit eine Frau im Studio gefragt, Markus, wie kann ich schon abnehmen? Ich sage, mach halt Diät. Ja, das fällt mir so schwer. Wie? Was? Verstehe ich nicht. Diät kann ich auch nicht. Verstehe die Frage nicht. Ja? Mhm. Also ist gar nicht böse gemeint. Du bist einfach so in deiner Rolle drin, du kommst ja gar nicht raus. Ja. Was halt auch gut ablenkt, so, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Ich weiß ja, du bist so ein Fußballfan. Ja. Wie ist es mit Hobbys jetzt im Vergleich zu damals? So. Ja, PlayStation. Ja? Jetzt, aber damals nicht. Damals nicht, ne. Ich habe damals keine Hobbys gehabt. Also Fußball schon immer mal gerne geguckt. So Interessen wahrscheinlich, Fußball, Eishockey, ne. Ja. Aber
Mein scheiß Leben hat echt schon einen Spott gedreht. Ich war wie im Film. Ja, was willst du denn noch nach? Also, ich muss praktisch noch zweimal die Woche zum Fußballtraining oder was? Ich war im Nachhinein, muss ich sagen, ich war 15 Jahre im Tunnel. Mhm. Und habe wie auf einem anderen Planeten gelebt. Und der Planet hieß Bodybuilding. Und dann bin ich irgendwann von dem Planet weggeflogen und kam im Leben an und habe gedacht, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da musst du erst mal mit klarkommen. Das ist krass, ja. So, jetzt machst du das noch, was du jetzt machst, seit 3-4 Jahren, machst du jetzt noch die nächsten 12 bis 15 Jahre. Dann hast du 17 Jahre deines Lebens in einer Zeitschleife gelebt, die außer dem Sport nicht viel zugelassen hat. Ja. Jetzt bist du älter geworden, dein Partner ist älter geworden. Und jetzt reflektiert er nach 17 Jahren, okay, jetzt ist Profi-Bodybuilding vorbei. Was macht man jetzt? Wow, jetzt geht's. Eben. Was machen wir jetzt? Scheiße, jetzt sind wir beide 40. Mhm. Machen wir jetzt ein Kind, machen wir Familie. Was wollen wir noch machen? Was mache ich jetzt? Schon stelle ich mir überschwierig vor. Und das ist viel schwerer wie Reisenhühnchen. Ja. Also über was reden wir denn hier? Das ist krass. Also und man sieht ja auch immer die Leute wie in Yates und so, ja, die halt dann versuchen, die ganze 20 Jahre Leben als Mönch nachzuholen. Und ja, du fällst irgendwo in ein Loch und probierst es jetzt irgendwo aufzuholen. Ja. Du kannst es aber nicht. Deine Jugend ist weg. Deine Jugend ist jetzt, bis du 40 bist. Und die ist weg, weil der Jugend ist Bodybuilding unterschrieben oder unterstellt. Und dann kommst du raus als, nicht alter Mann, aber als gereifter Mann. Bei dir sah es bei einigen der wenigen Athleten, fand ich, so leichter aus bei anderen. Nee, weit weg. Aber es war wahrscheinlich nicht so. Man hat es nur so gesehen und dachte sich, ja. Ich bin dann 40 geworden, dann kam ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich nicht kannte. Was ist jetzt? Studio, Partnerschaft, dann geht die Ehe kaputt, dann treibst du dich mal hier rum, darum. Eigentlich bist du ziellos und weißt nicht, wo du hingehörst. Und immer macht es dann Klick und da hast du hoffentlich den Punkt gefunden. Das war beim Jay so, das war beim Chris so. Dennis war ja vielleicht auch in der Phase, wo ich gesagt habe, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja. Bleib ich in den USA? Fahre ich nach Deutschland? Bleibe ich noch in Deutschland? Wo gehe ich denn hin? Wo ist denn mein Platz? Wo ist mein Mittelpunkt? Mhm. Du musst dich erstmal neu reflektieren. Ich weiß ja nicht, wo du hingehst. Gehst du nach Polen zurück? Wandert die USA aus? Keine Ahnung. Du weißt doch nicht, was die Zukunft bringt. Wirst du fünfmal Olympia, wird sich die Frage gar nicht stellen, wo gehst du denn hin? Ja klar, in die USA. Aber ist bescheuert. Hau da ab. Was willst du hier in Deutschland? Ja? Ja. Weil dann hast du aber auch ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Guck dir Chris Bumstead an. Ja? Der macht bestimmt einen Dollar mehr wie du. Warum? Weil er drüber ist, aber natürlich auch ein ganz anderes Potenzial am Geld verdienen hat, wie hier in unserem verkackten Land, wo du 3 Gastauftritte machst im Jahr. Da drüber machst du 3 im Monat. Mhm. Ja. Also die Möglichkeiten zu entdecken und zu realisieren, ist das, was dein Ziel sein muss für die Zukunft. Mhm. Aber gerade wo du es ansprichst, jetzt so mit Thema Business und USA und dem Ganzen gehört ja Social Media auch dazu. Und du hast ja da damals auch eine große Lawine losgetreten mit dem Ding oder hast halt mal das ausgesprochen, was viele nur gedacht haben, so wie Markus, wofür ich Markus halt extrem auch schätze, weil du halt echt War gefährlich, aber gehört Mut dazu und nur so kann man halt ein Statement setzen. Ja. Aber jetzt so im Nachhinein, was hältst du jetzt von Social Media und vor allem welchen Einfluss hat das aufs Bodybuilding im Vergleich zu damals? Also ich glaube, ich habe, und da habe ich eigentlich manchmal, bin ich ganz ehrlich, viel zu wenig Dank erfahren, weil ich habe den Bodybuildern wieder die Tür geöffnet, die heute auf Social Media wieder aktiv sind. Oder sagen wir so, ich habe die Dinosaurier nochmal vom Aussterben bedroht, gerettet. Ja, gerettet. Die kurz davor standen. Und dafür habe ich eigentlich zu wenig Dank erhalten von der Community Bodybuilding. Mhm. Von den Leuten draußen, ja. Aber von den internen Sportlern, und ich glaube, der eine oder andere weiß, von wem ich rede, die dann alle auf den Social-Media-Zug auf einmal aufgesprungen sind, weil sie gedacht haben, so falsch war das ja gar nicht, was der Rühl sagt. Und wir haben ja doch wieder, der hat ja auch Zulauf. Und da können wir vielleicht auch wieder auf den Zug aufspringen. Also ich habe viele Leute gehabt, die damals gesagt haben, und das ist die reine Wahrheit, ja, was der Markus sagt, das kann er so nicht sagen. Also da sind wir ganz anderer Meinung. Mhm. Und haben dann eher so die KLS-Spastis und alles noch gehypt. Und ich habe gesagt, nee, fickt euch. Das war eine schwere Zeit. Ich habe auch viel eingesteckt. Das glaube ich. Aber das, was dann rausgewonnen ist und das, was heute Social Media bedeutet, hat doch nur positiv für uns Bodybuilder zu tun gehabt. Mhm. Wir sind doch heute wieder am Zahn der Zeit. Und wir haben heute wieder Gehör. Und die 3-4 Influencer, so die Spastis, die sterben immer mehr weg. Halt so jedes Jahr ein anderer. Sind noch ein paar da, die sind ja auch gute Jungs. Ja. Du darfst nicht unter einen Kamm scheren. Mhm. Aber so die Scharlatane, die damals waren, die ich ja punktuell auch angesprochen habe, sind alle weg. Und dann gibt es keiner mehr. Die machen alle jetzt hier,
was weiß ich, Mindset-Spastentraining oder auch in Mexiko. Ich bin immer noch auf der FIBO und habe 3 Stunden Schlange. Also, ja. Also war es so falsch, was wir machen, auch du, was wir jetzt auch sehen bei der FIBO, so falsch ist es ja alles nicht. Mhm. Und ich glaube, die Leute finden es auch manchmal schön, wenn nicht immer alles so geschmeidig ist. Du musst auch Ecken und Kanten haben. Ja. Das hast du ja auch. Du sagst ja auch schon mal, das und das passt mir nicht. Ja. Und sprichst zwar keine Namen aus, aber ich glaube, diejenige wissen genau, wer da genannt ist. Mhm. Und macht dich natürlich auch schon zum Typ, der nicht immer bequem ist. Und das darf man auch nicht. Weil nicht jeder. Es sind immer zu viele glatte Menschen und so super sympathische und tolle. Und du weißt selber, wenn die Kamera raus ist, wie die dann immer ticken. Ich weiß. Und deswegen finde ich es geil, wenn man hier jetzt die Kamera wegschneidet. Wir haben vorhin bestimmt 2,5 Stunden geredet und es war einfach genau gleich wie jetzt. Nur, dass ich noch weiter gefressen habe. Ja. Aber ja. Der frisst seit 3,5 Stunden, unentwegt. Ja. Unentwegt. Alles. Erinnert dich das an dich? Dann sagt er, jetzt bist du schon wieder. Und ich so, Alter, ich kann mich du hast wahrscheinlich in der Zeit damals, in der Zeit 3-mal gegessen. Ich habe gestern ein Video gesehen, wieder mal, das habe ich mal hochgeladen auf Instagram bei mir, wo ich so eine Schüssel gefressen habe. Ne? Und das war eine Portion, das weiß ich, das waren 400 Gramm Reis mit 600 Gramm Fleisch. Das kann ich mich gestern noch erinnern, weil das genau in die Schüssel reingepasst hat. Die habe ich halt, da war ich bei der DTM als Gast da eingeladen, die habe ich komplett gefressen in 2 Stunden. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, was gibt's denn jetzt? Kann man mal machen danach. Dann habe ich doch die ganze Hors-d'oeuvre weggefressen damals, wo es da gab im Boxenhau. Aber schön. Aber wir können auch gut essen. Ne? Also, es gibt Bodybuilder, die essen nicht so gut. Ja, ich weiß nicht. Hunger, wer auch frisst wie eine Maschine, ist der Kai Krien. Der kann fressen wie eine Maschine. Boah, krass. Ja. Das gehört halt schon dazu, glaube ich, auch, dass ums halt. Das ist auch so eine Sache, ne? Essen nicht immer nur, wenn man Appetit hat, sondern weil es der Körper verlangt. Ne? Ja. Also Essen hat nichts mit Genuss zu tun oder mit Vernunft oder warum isst ein normaler Mensch? Mhm. Weil er Hunger hat, weil er Appetit hat. Man kommt sich da echt unter normalen Menschen dann so komisch, weil bei dir weißt du ja, du verstehst es. Ah ja, klar. Alicia, sowieso. Ja. Bei dir, du kennst es gar nicht so und du denkst dir wahrscheinlich, was ist los bei dem Jungen? So, will der schon wieder Reis? Aber das ist er auch nicht mehr so. Alicia hat mir jetzt noch Reis von gestern warm gemacht. Ich so, ja, der muss weg, komm her, damit ein paar Kohlenhydrate nochmal. Ich bin ja schon alt, ich kann nicht mehr so fressen, sonst wird er aussehen wie ein Zesselballon. Wie geil, das wäre ein Tag, wenn du mal 10 Jahre zurückspringen könntest. Die wird mich nicht mögen. Nein. Nee. Ich meine, ich war zwar ein hübscher Mann, aber die wird mich nicht mögen. Ich war ein ganz ekliger Mensch. Das ganze Ding auch nicht klargekommen. Deswegen, ich finde es okay, so wie wir uns gebildet haben, das war da schon vorbei mit dem ganzen. Du musst es ja wollen, weißt du? Guck mal, morgens aufstehen, Cardio, stinken, schwitzen, fressen, schlafen. Ich brauche jetzt meine Ruhepause. Ja, ich habe jeden Tag 2 Stunden geschlafen. Von 12 bis 14 Uhr Mittagspause. Da gab es keinen Plan B. Ja? Und das sind so Dinge, ich habe alles nach der Uhr gemacht. Mhm. Das musst du wollen. Ja, als Frau. Ich sage mir, so eine Frau vom Bodybuilder, die muss schon sehr speziell sein. Ja. Das wäre ja Chapeau, wenn du das mitmachst. Ne? Aber das darf natürlich auch keine sein, deswegen zum Thema, das darf keine sein, die ebenfalls irgendwo das geht nicht. Im Sport aktiv ist. Auf irgendeiner Weise. Das gibt nur nicht. Einer. Ja? Einer singt, einer hält das Mikro. Das kann man halt mir so. Nicht erzählen, das ist so kurzlebige Geschichten. Bullshit. Aber was Vernünftiges baust du da nicht auf. Das siehst du doch immer auf Pro7, ja, die ist mit dem Superstar, ne? Die Jennifer Lopez. Ja, wie lange hält's denn? Ja. Kannst du dann abstellen. Am Anfang aber die größte Liebe und dann profitiert man davon. Weil 2 Alpha-Tierchen aufeinandertreffen und keiner will natürlich irgendwann einen Preis geben. So, ja, also es gibt immer ein A und ein B, das ist halt so. Ja. Und zwei. Naja, du bist diejenige, die das Mikro hält, ist doch klar, du hältst mal die Fresse. Ja. Und das ist halt einfach so. Und da muss man halt mit klarkommen. Und der Bodybuilder wird immer der sein, der im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite, du verdienst die Brötchen. Einer macht's, einer verdient's. Und ein Zammelgräber ist es aus, hoffe ich. Bei uns gibt es nur eine aus, aber das ist halt so im Leben. Und damit muss man diese klassische Rollenverteilung muss man klarkriegen. Und jetzt kann man sagen, was hat mal einer geschrieben, ich wäre ein, wie heißt das, wenn man ein Frauenhasser ist? Macho, ne, keine Ahnung. Irgendwie so ein Scheißwort. Die Leute wissen das. Und dann habe ich gesagt, das hat damit nichts zu tun. Es ist doch legitim zu sagen, euch zu, ich bin derjenige, der den Druck hat, der den Namen hatte, der sich. Damals Otto Normal, sorry, dass ich unterbreche, aber wenn du Otto Normal Mensch bist, sag ich mal, Normalo, jetzt auch nicht böse gemeint, aber da kann das sein, wie es will, aber im Sport, wenn du Leistungsprofisportler bist, dann
Kann das nur so funktionieren? Ah, ja. Wie soll es denn sein? Das funktioniert sonst nicht. Frag mal einen Fußballspieler, der eine Nationalmannschaft spielt. Ja. Das ist schwierig. Also es gibt immer A und B und das muss halt passen. Mhm. Und die Frau muss halt auch damit klarkommen, nicht weniger gewertschätzt werden von dem Mann, aber in der Öffentlichkeit eher so ein bisschen die ruhigere Person zu sein. Ja. Und wenn du aber als Frau eine Rampensau bist, die Aufmerksamkeit auch braucht, Athletin bist, und dann wird es halt schwierig. Dann weißt du, warum macht man das? Weil natürlich, weil man sich präsentiert als Athlet und Bodybuilder, also. Und dann, das hat mein Vater immer gepredigt und damit hat er recht, so zwei Athleten. Ist schwierig, wird es eng. Ist nicht nur schwierig, ist unmöglich. Ja. Und das ist immer ganz klar zu bedenken, wenn man sich als Sportler eine Partnerin sucht und wenn man das leistungsmäßig, du weißt, wie es ist. Und vor allem, wenn man das Fundament richtig aufbaut, weißt du, man kann sich das vorstellen halt für immer so und halt nicht nur, ja, die Alte jetzt mal hier zwei Jahre und dann meine ist Zeit ja mal wieder schon weg. Ein bisschen zusammen, du weißt, auf was sich einlässt. Ja. Mhm. Und ich finde es halt immer schwierig, dann zu sagen, ja, lass das und das, ja, aber du hast mich auch so kennengelernt. Ja. Also lass mich auch fliegen, ja. Also ich bin auch heute noch ein Mensch, der fliegen muss, der frei muss. Ich brauche Freiraum, ich brauche Luft, ich brauche mein Training, ich brauche mein Ding, ich brauche meine Firma und dann fahre ich auch allein weg. Ich war allein auf Seminar. Ich freue mich, wenn sie mal dabei sind, aber ich brauche mein Frei. Das ist mein Job. Ich kann das nicht. Ich habe das 20 Jahre gelebt. Wie soll ich das jetzt ändern? Ja, schon. Na, ich kann das nicht. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich meine Frau und mein Kind nicht liebe, aber ich bin ein Mensch, ich muss raus. Ich bin krank, wenn ich nichts machen kann. Ja, das verstehe ich. Wenn dann immer Leute sagen, bleib immer daheim, ruh dich aus. Das ist für mich die schlimmste Krankheit. Mhm. Chill doch mal. Ich kann das nicht. Ich kann nicht chillen. Was ist ein Chillen? Ja, das merkt man. Schwierig. Für mich ganz schwer. Mhm. Also ich habe mal zu Alice gesagt, wenn ich mal sage, ich bleibe mal daheim, dann bin ich krank. Zurzeit gehen ja viele Bodybuilder von uns. Naja. Aber was bedingt das jetzt ist, ist immer schwierig zu sagen. Ja, man kann da jetzt über rätseln. Ne? Man kann drüber reden. Das, natürlich, also auffällig ist. Aber was ist mal, um die Frage zu beenden, was ist dein Gedanke daran? Vielleicht, was machen wir falsch, die Generation, dass es jetzt passiert? Oder wie siehst du das Ganze? Hast du vielleicht Angst selber auch irgendwie irgendwo? Wir haben ja vorhin drüber geredet. Ja. Du lässt dich ja gut checken und alles, machst das nach wie vor. Interessiert bestimmt auch viele, auch ein Markus Rühl kümmert sich jetzt noch um die Gesundheit. Ich glaube, man darf das nicht nur auf das Bodybuilding beschränken. Eben. Ja, also deswegen. Wenn ich jetzt mal so in die Sportwelt reinschaue und ich sehe jetzt aber Sportler, so wir als so. Eben Fußball, im Handball, im Eishockey, im Basketball, ich bin ein sehr großer NHL-Fan, überall siehst du eben Sportler mit Herzschäden, Herzproblemen, kollabieren, zusammenklappen, versterben, wie jetzt bei uns die zwei Jungs. Was hat sich denn die letzten 2-3 Jahre extrem verändert in unserer Gesellschaft? Ja. Impfung, Corona. Ne? Ich weiß, dass jetzt viele vielleicht sagen will, aber so ganz von der Hand zu weisen, ist es jetzt halt immer nett, dass sehr viele Leistungssportler in letzter Zeit versterben. Mhm. Sergio Aguero, Christian Eriksen, kollabiert auf einmal Herzstillstand. Ja? Cedric McMillan, Herzprobleme. Mhm. Sean Roden, Herzprobleme. Ja. Deswegen. Ich bin da sehr, sehr so vorsichtig und will da keine Ursache schließen, aber man darf halt das ganze Große nicht unterschätzen. Ja, aber deswegen habe ich es angesprochen. Es sind jahrelang diese Sportler, es hat sich jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre nichts verändert. Also wir haben jetzt halt irgendwie ein Steroid erfunden, was uns komplett hier die Banane gerade schießt, sondern irgendwas läuft ja. Ja. Ich will keine Thesen, ich bin auch kein Arzt und kein Professor, ich will das jetzt auch nicht hier groß an die Glocke hängen, aber ich habe einen Menschenverstand und ich sehe für mich manchmal eine Parallelität zu dem Aufkommen und zu dem, was resultiert eben. Mhm. Ich habe mich auch schon mit Ärzten drunter unterhalten und ganz abzuweisen ist meine Vermutung nicht. Ein Sportler muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, das sind nochmal andere Parameter, wie du es mir auch im Studio gesagt hast. Eben, das gilt halt alles nicht nur ganz für... Ganz genau. Und man muss halt immer wieder demütig sein, zum Arzt gehen. Es gibt Dinge, die kann man vorher wegschieben. Ne? Mhm. Man kann ja mal Rechnung nicht bezahlen, dann kannst du die in 4 Wochen bezahlen. Mhm. Aber Gesundheit ist ja ein Parameter, der holt dich ein. Und wenn eins sicher ist, dann ist das sicher. Gesundheit holt dich ein. Was können wir machen? Na ja gut, nach einer Impfung zum Arzt gehen. Gucken, wie die Blutwerte sind, wie dein Herz sich verhält. Da gibt es ja Parameter, die man überprüfen kann. Ja. Wenn man jetzt einen Zyklus hinter sich hat mit Kreatin oder so weiter, ne, dann sollte man vielleicht auch mal einen Blutwert nehmen. Mhm. Es gibt Dinge... Und ich sehe das immer wieder in meinem Privatcoaching, was vielleicht auch haben mit Leuten, die jetzt nicht im Profi-Bodybuilding sind, die dieses Thema einfach zu leicht nehmen.
Ja. Und die sagen, ja, was habt denn ihr gemacht? Ey, was haben wir gemacht? Wir haben unser Kapital, unser Körper, mit sehr viel Sorgfalt und sehr viel Demut betrachtet, weil das ist unser Kapital. Mhm. Ja, wenn das kaputt ist, wenn das Auto kaputt ist, kannst du die tollste Reife haben, dann fährt es nicht mehr. Also das ist immer der Tipp, was ich jedem geben kann, und das weiß jeder Profi, also muss ich dir ja nicht sagen. Profi ist es ja normal, schon. Das Wichtige ist halt... Ich sehe aber der Breitensport. Ja, der Breitensport, das ist es tatsächlich. Ja. Da denkt man sich ja mal hier Kreatin ein bisschen und da passiert schon nichts, weil die Profis waren so und so. Aber ja, wie du schon sagst, da gibt man eher noch mehr Sorgfalt dran und arbeitet auch mit Leuten zusammen, die sich da noch besser auskennen. Und das fällt da halt weg. Deswegen immer wieder vorsichtig sein und demütig und immer mal denken, Probleme sind da, um konfrontativ davon anzugehen und nicht in die Schublade. Also das funktioniert nicht. Du kannst vor Problemen, die Gesundheit betreffen, nicht davonlaufen. Und meine Alicia kennt mich, die weiß, wie demütig ich bin mit meinem Gesundheitsscheiß und habe auch schon in die Fresse gekriegt. Und da wirst du noch 10-mal demütig. Ich bin jetzt 50, ich will auch 60 werden. Ich will schon noch sehen, wie meine Tochter groß wird. Ja. Ja. Und kann ich aber eins sagen, die Generation damals, ne, und ich weiß jetzt von Dennis und so weiter, also von James und von anderen, nicht, was die gemacht haben oder so, aber ich weiß, dass wir alle eine gewisse Demut hatten. Deswegen sind auch unsere Generation sehr wenig verstorben. Ja. Und das, was heute ist, weiß ich nicht, ob es ein bisschen... Ja. Ich kann es jetzt sagen, ich bin ja in meinem Thema drin. Ja, schon. Ja, und das ist ja. Ich kann ja nur rätseln und ich will aber nichts irgendwo in Stein meißeln, weil ich es nicht weiß. Aber ja, das mit Corona ist mir schon ein bisschen aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil ich noch andere Kollegen habe, die im Leistungssport sind, die Probleme hatten. Wie gesagt, ich will jetzt keine These aufschließen, ich bin kein Arzt oder Professor, aber man darf sich ja mal Gedanken darüber machen, mit einem gesunden Menschenverstand, obwohl es in Deutschland vielleicht nicht mehr so beliebt ist, wenn man seinen Verstand benutzt, sondern eher nur das nachblabbert, was die Politik einem plakativ vorbringt. Ich wollte mit dir auch bereden, weil da weiß ich, da kommt ja nichts, das ist auch wieder mal dieses sich fügen. So. Ja, nee, Bullshit. Ich habe dann Kopf zum Denken. Ja, jeder hat seine Meinung, Papagei, das ist deine und das muss man akzeptieren oder eben nicht. Ich finde, eine Demokratie und eine Diskussion kann immer Pro und Contra haben, solange sie ordentlich und sachlich geführt wird. Ja. Ja. Und ich bin ja kein Papagei, der hier doof im Käfig hockt und alles nachblabbert. Und wenn er sagt, scheiß mal scheißig oder wie, ne? Mach ich nicht. So sieht's aus. Letzte Frage hier. Und zwar darf die mir, Markus, stellen. Das wäre mal deine Frage an mich. Was, ich meine, du verfolgst mich ja seit irgendwann und hast dir irgendwann gedacht, hey, der ist ganz okay, was interessiert dich? Ich sehe viele Parallelen, ja, dich als junger Mensch und mich als junger Mensch. Ist mir auch nämlich aufgefallen, jetzt Zeit, wo wir geredet haben. Ja, ja. Ich meine, wir haben uns jetzt nicht gekannt und je mehr wir uns so ein bisschen kennenlernen, auch mal schreiben und so, wir sind schon sehr, sehr gleich von der Art her. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Video mit dir mache. Du weißt, wie ich tick. Ich bin kein Stinker, aber ich bin auch keine Social-Media-Nutte, die mit jedem hier ist. Du hast nur mit zwei Leuten, die ich kenne, jemals was gedreht. Und eben. Und ich mag Menschen, mit denen ich mich auf einer Ebene bewege. Nicht nur sportlich, das ist mir eigentlich egal, aber mental und vom Intellekt her. Und das sehe ich bei dir. Und du bist so jung, bist schon geistig so weit und hast die Ernsthaftigkeit deines Seins schon entdeckt, dass ich da... Danke, Markus. Ich war nicht so weit im Alter, das sage ich dir. Deswegen finde ich super. Und du wirst deinen Weg gehen. Das habe ich dir schon gesagt. Bei Insta Live. Und ich bringe keiner, der hier Scheiße labert. Nee. Bin fest davon überzeugt, dass du deinen Weg gehen wirst. Und wenn ich eine Frage habe oder eine Vermutung, ich glaube nicht, dass der Urs, auch wenn ich jetzt wieder böse Blicke kriege, mit 101 Kilo, was sein Potenzial betrifft, ausgeschöpft sein würde. Wobei ich immer die Frage stelle, wäre es besser, wenn er schwerer wird, und das weiß ich nicht. Es gibt Athleten, ne, die werden, je schwerer sie werden, je schlechter werden sie. Schlechter tatsächlich, ja. Und das ist immer das, was ich mir an deine Stelle mich fragen würde. Ich an mich selber. Ja. Wo will mein Weg hin? Wenn ich jetzt einen Olympiatitel gewinne, als Classic, mit 101 Kilo, da würde ich einen Teufel tun und würde ein Schwergewicht gehen. Wenn ich aber das Potenzial habe, so zu wachsen, wie ich die letzten 2 Jahre habe, du hast fast 10 Kilo drauf gebaut jetzt, 2,5 Jahren. Und du bist so jung, das ist nicht das Ende der Fahne.
Die Frage musst du dir stellen, nicht ich dir. Markus will doch einfach nur eine Woche mit mir in Vegas einen drauf machen. Wenn auch das. Mal dafür stehe. Nein, das ist immer echt ohne Scheiß. Das, nee, ich verstehe dich da voll. Es gibt ja Athleten, die sind allein vom Knochenbau, vom Körperbau genetisch am Ende. Das siehst du jetzt schon, nenn keine Namen, aber die sind jetzt schon schwer. Und du siehst, jetzt werden sie nur noch kantig und eckig. Du musst noch mega viel fressen, wie du es vorhin angesprochen hast. Ja, da wird der Bauch dick und die Taille wird breit und der Rest wird eigentlich nur Scheiße. Das ist bei dir noch lange nicht der Fall. Du hast zugenommen, deine Taille ist sauschmal, du wirst immer breiter rum. Du hast eine V-Form des Grauens. Ne? Das V steht nicht für Vajus, sondern das steht eigentlich für die V-Form, wo das ist, V-Tape. Und das ist das, wo ich denke... Weißt du, was ich halt auch interessant finde? Wir sind ja gerade die erste Generation Classic Physik. Ja. Wird es da jemand geben? Ich glaube auch, der Chris ist so gerade in der Ding, wie du schon sagst, so hört der jetzt dann auf mit dem Sport, ohne jemals halt... mal bei den ganz dicken Jungs da wenigstens einen Start gemacht zu haben. So. Ich sehe es immer beim Flex Lewis, der von der 2x2 eigentlich ein Schwergewicht war. Und ich weiß vom Flex... Weil dann hörst du auf und dann weißt du halt nie so, hey, bei dir weiß man, okay, du hast alles gegeben, du warst 150 Kilo schwer, mehr wäre nicht gegangen. Er war der massivste Mensch der Welt, massivste Bodybuilder der Welt, stand neben Ronnie Coleman und hat ihn in der Most Muscular schmal aussehen lassen in der Challenger Round. Ja. Und da kann man so sagen, ah ja gut, hat vielleicht kein Olympia gewonnen, aber kann man sagen, ja, ey, ich habe alles aus der Scheiße rausgesaugt. So. Was ist der Ursprung eines Bodybuilders? Ja. Maximal. Na? Ja, schon. Und ich weiß ja, dass du das geil findest. Ja? So, es gibt ja auch Athleten, die finden das nicht geil, nicht weil sie es nicht geil finden, sondern weil sie es nicht können. Die sind einfach genetisch in dem Potenzial, weil sie einfach keine Genetik haben. Dass sie sagen, ich will ja nicht mehr, ja gut, die können ja auch nicht mehr. Ja, schon. Das ist immer die Frage, ne? Weißt du, wenn ich einen fetten Arsch habe, sage ich, ein fetter Arsch gefällt mir. Warum? Weil ich keinen dünnen habe. Ja. Oder weil ich keinen dünnen kriegen kann. Ja. Aber wie wird ein Urs aussehen mit 110 Kilo? Hart auf der Bühne, ja. Eben. Bei den Proportionen. Mhm. Die Frage musst du dir irgendwann stellen. Nicht heute, nicht morgen und nicht in 2-3 Jahren. Naja. Aber spätestens in 3-4 Jahren, wenn du deinen Titel gewonnen hast in Olympia, dann wirst du spätestens in 2-3 Jahren haben. Dann musst du dir die Frage stellen, was machst du denn jetzt? Das ist der spannende Weg, den du vor dir hast. Und das ist die Challenge. 5 Jahre rein in den Keller, in Markus seinem Haus. Naja, abgefahren. Schmeißt nur das Essen runter und sagt, wie es zu laufen hat. Und dann. Aber du machst dich in Frillisch, du wächst ja ohne, dass du irgendjemand hast. Ja, du hast deinen Coach an deiner Seite, der dich gut entschlüsselt hat. Ja. Also sagst du ja läuft selber, doch. Das Also never change a running system. Ist ja auch ein Marathon, wie du sagst, wie viele andere auch sagen. Das ist ja nichts. Ja. Was ist für dich das Schlimmste? Muskeln einzubüßen. Das musste irgendwann. Ja, man sieht es dann halt auch erst, wenn das Problem vor der Tür steht. Dann so. Man macht sich jetzt schon so seine Gedanken mal. Wäre ja auch gelogen, wenn nicht, aber so. Man lebt ja auch dann von Tag zu Tag, so von Woche zu Woche. Du frisst wie ein so. Bodybuilder, du trainierst wie ein Bodybuilder. Man ist ja auch Bodybuilder, also das ist ja. Und das ist immer die Frage, was heißt eigentlich die Klasse Classic Bodybuilding? Was heißt das? Könnte man jetzt auch wieder 3 Stunden reden. Ich finde das ganz schwierig, Classic Bodybuilding an Gewicht auszumachen. Arnold hat wie viel gewogen? Weil es heißt, die Classic Bodybuilder sind eigentlich so von den 70er Jahren. Aber jetzt hat sich es auch schon verändert. Siehste? Jetzt bringt man die Härte von den frühen 90ern. Also von warum? Von dem Yates. Ja, aber weißt du warum? Weil die Leute immer mehr Muskeln kriegen, weil sie sonst in ihr scheiß Gewicht reinkommen. Also wenn die Jungs automatisch immer härter. Ja. Aber eigentlich ist das nicht der Ursprung der Klasse. Der Ursprung der Klasse, und so werden auch die Posen gemacht mit der Vakuumpose etc. etc. Die klassischen Posen vom Arnold. Ja, aber der Wichser hat ja auch 110 Kilo gewogen. Jetzt guckst du dir aber die Mans Physik an. Die wiegen, die haben keine Beine am Körper, aber wegen 110 Kilo hart. Überlegt es mal. Das sind Raumschiffe, die stehen neben mir, die sind so. Ja. Da denkst du dir, was hat das ein Beachboy, den du im Urlaub am Strand siehst? Ah ja, was stimmt denn da der Klasse? Also ich glaube, da ist schon wieder Zaubertrank reingefallen. Da ist schon wieder der IFBB irgendwann in ein Boot davon geschwommen, wo sie nicht gesehen haben. Und das ist halt eben die Entwicklung, wo entwickelt sich die Klasse jetzt hin? Also was wird es irgendwann geben? Und das gebe ich der Brief und Siegel. Es wird irgendwann Schwergewicht Classic Bodybuilding geben. Glaubst du? Ja. Die können doch die Leute, wie willst du das limitieren? Ja. Wie willst du das limitieren? Oder glaubst du, die setzen das peu à peu hoch? Wäre das Beste für dich. Ja. Nicht, weil du dadurch mehr, du könntest einfach befreiter wieder deinen Sport machen. Definitiv. Wenn ich ja sehe, wie der Ansley, der Brian, der
trinkt der 48 Stunden nichts, ist nichts, der kommt so zur Abfrage. Und da sind wir ja beim Thema. Wenn ich jetzt verbannt wäre, ich muss ja auch prophylaktisch im Sinne der Gesundheit denken, der Athleten. Ja. Und ich weiß doch jetzt als Jim Mannion, was da gespielt wird. Und dass es wieder in eine Schiene geht, bis wieder einer komplett hier vom Kreislauf kollabiert, auch weil er sich so entwässert, um in die scheiß Klasse zu gehen und sich dann wieder so hochfrisst im Offladen, dass er dann, wie schwer war es denn da auf der Bühne, 103, 104, also sogar 101 Kilo. Ja. So, also, ist das gesund für den Organismus? Ja, weniger. Da bin ich wieder im Thema, ich muss doch auch eine Prophylakte oder eine ethische Verantwortung für meinen Athleten haben, der da oben steht. So würde ich als Verband denken. Und was wäre die einfachste Lösung? Weißt du was? Entweder wir machen zwei Klassen, mit der Größe oder mit dem Gewicht. Ja. Jetzt hast du 1,78 Meter, 79. Natürlich eine andere Chance, anders auszusehen mit 110 Kilo, wie so ein kleiner Stopplobster mit 1,70 Meter. Ja. Ja. Ich finde das schwierig alles. Ja, aber interessant auf jeden Fall. Ja. Wir schauen, wie es sich entwickeln wird. Eben. Ich glaube, wir haben gute Themen besprochen. Hat mir richtig gut gefallen, Markus. Schön. Danke dir nochmal auch für den ganzen Tag. Sehr gern, sehr gern. Lange Zeit haben wir zusammen gehockt. War cool. Also, ja, Markus, super Typ. Auch wirklich mich hier in seine Privatwelt reinzulassen, die so privat die wohl keiner so sonst sehen darf, ist auch echt korrekt. Und da sagen wir, denke ich, alle Danke zusammen. Sehr gern. Und hoffentlich nicht das letzte jederzeit Mal. Jederzeit wieder. Nein, jederzeit. So sieht's aus. Also, und dann muss man nach Berlin kommen und ein bisschen Urlaub machen. Freunde, macht's gut. Ciao, ciao. Ich esse weiter. Ja. Der Reis ist jetzt nicht gefressen, jetzt ist er wieder hart. Ja. Ah, guck mal. Brauch nicht mehr Geschirr. Brauch nicht mehr Geschirr. So esse ich, wenn ich im Auto bin. Während der Fahrt aus dem Beutel raus. Neue Technik, habe ich schon wieder gelernt hier.